Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zurück zum Modellbahnbetrieb. Ich begrüße euch hier zum zweiten Teil und wir haben hier mal zur Abwechslung einen fahrenden Zug vor der Kamera. Ansonsten haben wir ja wie im ersten Teil mehr oder weniger ja, den Inhalt dieses Buches gesehen, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ich empfehle hierzu, wer jetzt hier in dieses Video hineinstolpert, dann auch mal den ersten Teil sich anzuschauen. Ich versuche dann hier zu verlinken, wenn mir das nicht gelingen sollte oder ich das einfach nur vergesse, dann bitte einfach auf den Kanal mal gucken. Und ich werde dann auch versuchen, da eine Playlist draus zu machen, dass wir die also dann alle irgendwann, wenn die Serie mal abgeschlossen ist, dass man sie alle der Reihenfolge dann sich anschauen kann. Und ich werde auch alles reinpacken, was sonst noch zum Thema hier auf dem Kanal zu sehen ist, also vor dieser Serie. Ja, mit diesem Bild haben wir das letzte Mal aufgehört. Das ist sozusagen unsere, sagen wir mal, Testanlage, anhand der wir uns jetzt weiter in das Thema begeben. Wir haben also hier die Bahnhöfe Altdorf und Clausthal und eine Anschlussstelle Benheim, die wir dann mit den verschiedenen Zügen ansteuern. Also bei den beiden Bahnhöfen ist klar, da findet also Personenverkehr statt und Güterverkehr. Und Benheim ist dann eine Ladestelle, wo dann Güterwagen zugestellt werden oder halt abgeholt werden, wenn sie B- oder entladen sind. Ja, auf dieser Seite, das ist also eine der nächsten Seiten, macht man sich dann Gedanken, wie es mit den Fahrzeiten ist. Wir wollen ja einen Fahrplan erstellen und da brauchen wir ja Fahrzeiten zwischen den einzelnen Betriebsstellen. Das kann man ermitteln und dann auf quasi Modellzeit umrechnen und daraus ergibt sich dann quasi alles. So sieht dann dieser Fahrplan aus. Wir haben dann hier auch die Gleisbelegungen, na, also in Altdorf und in Benheim. Man kann also hier nachvollziehen, welcher Zug sich von wo nach wo bewegt, inklusive der einzelnen Gleise. Auf der folgenden Seite ist dann zu lesen, was wir hier aus diesem Fahrplan herauslesen können. Also wir haben hier einen P1500, der also 8.02 Uhr losfährt und 8.05 Uhr Benheim erreicht. Und ja, schreibt er dann, hier steigen nur wenige Reisende aus und ein, sodass ein Aufenthalt von einer Minute ausreichend ist. 8.06 Uhr wird die Fahrt fortgesetzt und 8.09 Uhr läuft der Zug auf Gleis 1 im Bahnhof Clausthal ein. Hier ist ein längerer Aufenthalt von 14 Minuten vorgesehen. 8.12 Uhr hat der N6001, ne, das ist der Nahgüterzug, Ausfahrt. Er hält kurz vor der Trapeztafel des Bahnhofs Clausthal. Nach 6 Minuten Fahrzeit trifft er 8.18 Uhr auf dem Gleis 2 in Clausthal ein. Da hier eine Rangierfahrt vorgesehen ist, wird die Lok vom Zug abgekuppelt. Sie muss aber warten, bis der P1500 den Bahnhof verlassen hat. Na, das war ja der P1500, ist natürlich der Personenzug, ne? Den haben wir ja unter Punkt 1. Dann haben wir hier Punkt 3. Das geschieht 8.25 Uhr und ohne Halt fährt er wieder auf Gleis 2 in Bahnhof Altdorf ein. Ankunft 8.30 Uhr. Die Lok wird abgekuppelt und fährt 8.32 Uhr in den Lokschuppen Gleis 4. 8.35 Uhr rangiert die Lok des Güterzugs zum Zugende, übernimmt die zwei U-Wagen des Zugs und setzt sie auf Gleis 4 ab. Den Zugschluss erhält der G-Wagen. Zum Thema Zugschluss kommen wir nachher noch. Dann fährt sie wieder zurück zum Zuganfang und erhält 8.55 Uhr die Ausfahrt nach Benheim. Der Güterzug trifft 8.59 Uhr in Benheim auf Gleis 1 ein. Die Lok kuppelt ab
und hol den GG-Wagen aus Gleis 2, rangiert ihn an den Zuganfang, setzt sich an den Zug und drückt ihn in Gleis 2. Hier werden die S-Wagen und der G-Wagen stehen gelassen. Den Zugschuss übernimmt der GG-Wagen und 9:20 Uhr setzt der Zug seine Fahrt nach Altdorf fort. 9:24 Uhr läuft er auf Gleis 1 ein. Die Lok setzt wieder um und drückt den GG-Wagen vor die Güterabfertigung. Gleis 6. Dann holt sie vom Gleis 2 die Personenwagen und schiebt sie auf Gleis 5. Das Signal ZG5 kann am letzten Wagen verbleiben. 9:45 Uhr fährt der Triebwagen in Clausthal von Gleis 3 auf Gleis 2. Auch er führt Signal ZG5 am rechten Puffer. 9:47 Uhr fährt die Lok in Altdorf von Gleis 5 auf Gleis 4 zum Kohlebansen. 9:50 Uhr hat der T 1701 Abfahrt der Triebwagen in Clausthal. Nach kurzem Aufenthalt in Benheim 9:53 Uhr, also dort gibt es dann doch irgendwie einen Bahnsteig, den habe ich übersehen, fährt er 9:57 Uhr im Bahnhof Altdorf auf Gleis 1 ein. Damit ist ein Fahrbetrieb abgeschlossen, der in zwei Modellstunden ein abwechslungsreiches Programm bot. Hier dann nochmal die Ausgangs- und die Endsituation, also die auch die Fahrzeugverteilung, wie das Original im Buch ausgesehen hat. Ich habe es natürlich hier versucht, da muss ich ein kleines bisschen für euch zu animieren. Ja, und hier sind die Züge, so wie es der Autor das vorgestellt hat. Wir haben also hier vor, also es ist erstmal Spurweite TT, wir haben da vorne den Personenzug. Dann in der Mitte den Güterzug, hinten den Triebwagen und dann noch diesen vierachsigen G-Wagen, also der GG-Wagen und ganz am Ende noch der Verstärkungswagen, der aber in diesem Fahrplan nicht zum Einsatz kam. Weiter geht's hier mit dem Thema Zugbildung. Ja, das haben wir ja teilweise schon im ersten Teil abgehandelt. Hier nochmal die ganzen einzelnen Bezeichnungen der verschiedenen Wagen, die es da so gibt. Ja, dann haben wir hier noch die einzelnen Personenwagentypen, die hier in dem Buch aufgeführt sind. Wir haben mal ganz oben einen preußischen Durchgangswagen, der eher so für die Piffelbahn gedacht ist. Dann haben wir einen vierachsigen Abteilwagen, so der sogenannte 1000-Fenster-Zug. Der ist viel in Eilzügen gefahren in der Epoche 2 und am Anfang der Epoche 3. Dann haben wir die sogenannte Donnerbüchse, ein in der Epoche 2 entwickelter Wagen, die auch viel dann noch am Anfang der Epoche 3 herumgefahren sind, meistens eben auch auf Nebenbahn. Dann haben wir einen vierachsigen Schnellzugwagen, einen dazugehörigen Postwagen und ganz unten einen Packwagen, der dann eher so ein bisschen zur Donnerbüchse dazugehört. Hier noch zwei Sachen, die oft, naja, ein bisschen auf der Modellbahn vergessen werden, die es auch ein Vorbild gibt. Das eine ist der sogenannte Kurswagen, der dann hier von einem Zug auf den anderen übergeht. Das ist quasi wie eine Rangierfahrt bei den Güterwagen, die allerdings dann naja, eben ab und angekuppelt werden an verschiedene Züge. Na, also man kann sich das so vorstellen, ich habe also hier irgendwo den Bahnhof A und da kommt also ein Schnellzug an. Jetzt soll aber einer, zwei Wagen, die sollen also nicht geradeaus weiterfahren, sondern hier in Richtung E. Na, dann werden die praktisch von dem einen Zug abgekuppelt an den anderen angekuppelt. So, und das Zweite, was es da noch gibt, sind die sogenannten, na, hier steht es Bereitschaftswagen. Die sind entweder zur Verstärkung, also im Berufsverkehr zum Beispiel kann es passieren, dass eben der Zug einfach länger sein muss als im Normalfall,
oder in Gebieten, wo also ein starker Reiseverkehr ist, ne? Also am Wochenende, wenn dann die Ausflügler kommen, dann kann es auch sein, dass man dann den Zug verlängern muss und dafür gibt es eben diese Verstärkungswagen oder das sind eben Wagen für den Fall, dass mal ein anderer Wagen kaputt ist. Kommen wir zu den Güterwagen, da gibt es also auch noch eine viel größere Vielfalt als bei den Personenwagen. Wir haben jetzt hier von oben nach unten den zweiachsigen gedeckten Wagen, dann das gleiche nochmal mit vier Achsen. Dann haben wir hier, da steht Mannschaftswagen, ist einfach nur ein gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus. Dann haben wir einen Kühlwagen, dann haben wir den Klappdeckelwagen und ganz unten den Klappdeckelwagen mit vier Achsen und Schwerkraft Selbstentladung. Dann haben wir auf der nächsten Seite einen Viehwagen, dann haben wir einen zweiachsigen offenen Wagen, einen vierachsigen offenen Wagen, einen zweiachsigen Rungwagen, dann haben wir den Bahnhofswagen, na, das sind also Flachwagen, die da mit X gekennzeichnet werden, und dann haben wir hier noch einen zweiachsigen Drehschemelwagen. Und es geht immer noch weiter. Wir haben einen zweiachsigen Schienentransportwagen, darunter einen vierachsigen Schienentransportwagen, einen zweiachsigen Behälterwagen, das sind also einzelne Behälter, die da drauf geladen sind, so quasi der Vorgänger vom Containerwagen. Dann einen vierachsigen Kesselwagen, einen zweiachsigen Topfwagen, das sind dann meistens irgendwelche Säuren oder andere Chemieprodukte drin. Und einen zweiachsigen Staubbehälterwagen. Dann sind wir auf einer ganz wichtigen Seite und zwar geht es hier um die Zugbildung für Güterzüge. Es ist nämlich nicht so, dass diese Wagen, na, die alle in eine Richtung sollen, dann so rein zufällig und völlig durcheinander vom Ablaufberg rollen, sondern es hat alles ein bisschen Sinn. Na, also wir sehen jetzt hier ganz hinten Bahnhof E. Dann ein Wagen für Bahnhof D, zwei Wagen für Bahnhof C, drei für Bahnhof B und der Stammwagen auf der Strecke, naja, das ist eigentlich der Packwagen. Ne? Das heißt also, der fährt jetzt los, fährt dann in den Bahnhof B ein, das ist also ein Nahgüterzug, ne, der dann dort rangiert. Und stellt praktisch die ersten drei Wagen dort ab. Es kann natürlich passieren, dass dort schon Wagen stehen, die er dann in den Zug wieder einsortiert. Na, und dann haben wir den Bahnhof C, da kommen zwei Wagen hin und so weiter und so fort. Na, also so funktioniert das dann unterwegs. Diese Geschichte, dass also überall, das sieht man häufig auf Modellbahnen, dass also überall auch auf der kleinsten Betriebsstelle da irgendein Rangierlok rumgeistert. Das ist meistens nicht so. Die Rangierarbeiten übernimmt die Zuglok. Rangierloks sind meistens auf Bahnhöfen, die oft ein bisschen größer sind als das, was wir hier auf der Modellbahn haben. Und meistens auch, wenn viele Anschließer dran sind und wirklich sehr viele Rangierarbeiten zu erledigen sind, sonst ist die Lok ja den ganzen Tag arbeitslos. Na? Also vergesst die Rangierloks auf euren Bahnhöfen, die gibt es meistens nicht. Ja, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, und mit diesem Bild, was schon einen Ausblick auf den nächsten Teil gibt, will ich mich von euch heute verabschieden. Ja, es wird in den nächsten Teil unter anderem um Ladegüter gehen und ja, welche Lok vor welchem Zug, ne? Und noch ein paar andere Themen, die wir uns dann für das nächste Mal aufheben. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken für Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es trotz der vielen, naja, doch eher etwas eintönige Seiten dann euch doch ein bisschen was gebracht hat und wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.